drück die Daumen. Ich glaube, das sieht gut aus. Ja, es sieht gut aus. Und jetzt haben wir das Upgrade. Super, jetzt müssen wir warten, bis die Bienen alle im Käfig sind. Dankeschön. Und dann können wir die Soul Sand Geschichte machen. Fehlt noch eine? Nee. Bin ich auch heilfroh drum. So, aufgeräumt. So schlimm zum Glück auch nicht. So, aber ich will noch ein bisschen mehr Soul Sand finden. Das sollte reichen. Oh, Kacke. Moment. Damit ich das nicht schon wieder vergesse. Und auf geht's zur Bastion. Den brauchen wir, das brauchen wir.
Sauber. Ja, und die arbeiten jetzt hier selbstständig, so dass wir hier nicht sein müssen. Das ist schon mal mega. So. Komm. So, die müssen wir leider eben opfern. So, Crystalline. Crystalline und Gold. Ja, den Chunk hatte ich geladen. Auf welcher Höhe findet man denn Uran? Oh, super. Ja, so. Jetzt haben hier alle Viecher was zu essen. Und wir haben schon mal eine Mini-Farm.
Diamant. Ach, das war Uranit. Vielleicht auf Goldhöhe. Oh, brauchen sie anscheinend nicht. Oh. Anscheinend die richtige Höhe. Dafür und hierfür.
Also Uran ist anscheinend echt verdammt selten. Okay, das reicht erstmal, würde ich sagen. Interessanterweise, wenn wir jetzt mal in die Mining Dimension gehen, der hat ja schon zwei Chunks gemined und hat noch kein Uran gefunden. Oder habe ich das aus Versehen hier mit reingetan? Nee. Nice. Oh mein fucking Gott. Ups.
So. Einmal gucken, ob die Sassy Bees hier nochmal neu. Und Mining. Vorbereitung treffen. Ta-ta-ta-ta. Kaum beschwere ich mich, kommt es vor, oder was? Das ist doch eine Verarsche. Oh, ich glaube, es war genau rechtzeitig. Oh ja. So, dann gucken wir doch mal nach den Sassy Bees. Der hat auch nur noch 10%. Alter. Oh, das kann auch noch sein, dass die Angst vor Fackeln haben. Weil die sind Weaklinge.
Oh. Ja, ich habe gerade was gesehen, was ist mir eingefallen. Und das wollte ich jetzt machen. Hätte ich auch mal früher dran denken können. Yeah.
Oh ja, hast recht. Obwohl, ey, das funktioniert nicht. Ja, ist doch typisch. So, eine Sache will ich jetzt noch machen. So, und damit haben wir jetzt im so gesehen dritten Stream oder vierten Stream? Freitag, Samstag, Sonntag, vierten Stream unser erstes Eusimodium-Tool. Ja, du kannst ja nicht schmeckern, ne? Genau, und dann gehen wir jetzt noch weiter vor und sammeln die restlichen Teile dafür, aber finde ich schon mal nice. Freue ich mich drüber. Und da die Undestructible ist, ist die jetzt auch nicht gerade. Ja, also wir können damit viel machen. Ja, und in dem Zuge würde ich sagen, mache ich jetzt heute auch Feierabend. Ja, ich muss eigentlich ins Bett. Genau. Wir haben jetzt soweit vorbereitet, dass der hier auch bis in die Unendlichkeit laufen kann heute Nacht. Die Sassy Bees sind auf der Suche. Hier produzieren wir schon mal ein paar mehr Comps, sodass wir morgen dann auch endlich mal mehr von denen hier bauen können und auch Upgrades bauen können und. Und dann können wir loslegen mit der vernünftigen Ressourcenfarm und dann auch mal Bienen züchten und. Und ja, also, ich würde sagen, gehabt euch wohl.
Ja. Dann machen wir den hier mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Einen schönen Abend euch noch. Und morgen muss ich mal gucken. Ich habe um 17.30 Uhr noch einen Termin. Da weiß ich nicht, wie lange der geht. Aber danach komme ich dann direkt online. Also, ja, würde ich sagen, bis morgen. Gute Nacht und auf Wiedersehen. Hallo, was geht? Oh, oh, so. Geht's euch gut? Heute machen wir wieder ein bisschen Minecraft. Ich bin live, das passt auch. Das ist auch alles da. Das ist alles hochgeladen. Ich sehe das gerade nicht, aber... So. So. Das passt auch. Chat einblenden. Und los geht's. Dauert das. Kaum beschwere ich mich. Fuel hat fast 24 Stunden gehalten. Nice. Gut. Gucken wir mal, wie viele, was die jetzt alles erreicht haben hier. Oh. Nice. So, irgendwie werden da Viecher rauskommen. So, wer ist denn online? Okay, das passt. Gucken wir mal in die Mining Dimension. Oh, nice. Lass mich raten, das ist... Oh, Kacke. Okay.
Ja, ich glaube, ich muss mal ein paar Upgrades bauen, so wie das aussieht. So. Hier auch functional. Holen wir uns mal eben noch ein bisschen Kupfer. Iron haben wir viel. Hier haben wir viel. Redstone. So, aber was mich jetzt viel mehr interessiert ist, wie sieht die Bastion aus? Ja. Das reicht erstmal. Wie sieht das denn hier aus? Kann man es nicht meckern, würde ich sagen. Hi! Was geht? So. Ich muss erstmal hier irgendwie die Mining Dimension freiräumen.
So. Und zwar, ich kann gleich mal zeigen, was unser Problem hier ist. So. In der Mining Dimension ist unsere Iron Chest vollgelaufen. Und die will ich jetzt eben upgraden, damit da vielleicht ein paar mehr Gegenstände rein können. Ja, so, das hat gepasst. Ja, hier ist ordentlich Eusmodium. Das passt. Das ist schön. So, wie... So, ich will jetzt ein, Bilder bauen. Habe ich hier. Wir brauchen Cards. Die einmal und eine Query Card. So, was haben wir denn an Quests? Eusmodium, ja, das haben wir geschafft. Wow. Tool haben wir, ja. It's the beginning. Und hier. Okay, das haben wir, das haben wir. Was haben wir denn hier noch abgeschlossen? Okay. Das Missing Table. Ein bisschen was. So, vorgehen. Wie gehe ich weiter vor? Ich glaube, hi. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich bauen soll. Oder das weitere Vorgehen. So, da ist jetzt die Frage. Machen wir uns erstmal einen Refined Storage eben fix? Und dann gehen wir auf Bauen und dann erweitern wir das Refined Storage oder
Eher nicht. Da bin ich gerade echt über... Ich glaube, Refined Storage dürfte uns bedeutend besser gerade helfen. Ja. Weil wir müssen ja auch alles Mögliche aufnehmen und die Ressourcen rüberkriegen. Okay. Genau das dachte ich mir nämlich auch gerade. Und wir haben schon die perfekte... Sache. Durch die Quarz-Comps. So, weil... Das müssen wir auch mal eben abreißen. Weil der Plan war... Ich würde gerne meine Base so bauen, dass man hier reinkommt und dann mit dem Fahrstuhl nach unten fahren kann. Natürlich auch Teleporter, aber dass man mit dem Fahrstuhl nach unten fährt. Dann hier hat man ein großes Eingangstor. Sowas dachte ich mir. Aber erstmal brauchen wir Ressourcen dafür. Ich glaube, das kann man damit ganz gut machen. So, Chest. Nee, ich würde gerne, und zwar gibt es von Create, Moment, Create, Pulli? Pulli hieß das. Ein Elevator Pulli. Den kannst du bauen und den kannst du mit einem elektrischen Motor versehen. Und den kannst du hier bauen, wie du willst, klebst du zusammen. Du hast hier zwei Punkte, kannst dann sogar die Stockwerke auswählen. Genau. So sieht das dann aus. Pro Stockwerk brauchst du dann einen von denen. Hast dann hier den Controller. Und dann kannst du das Ganze hier entweder so steuern oder einen Elektromotor anschließen. Dann verbindet sich das und dann kannst du verschiedene Stockwerke aussuchen. Und dann fährt er automatisch runter. Und das hier kannst du dir aussuchen, wie du bauen, wie du möchtest. Und du baust dann einen zweiten. Müssen zwar auf derselben Achse sein. Aber du kannst dann einfach, entweder drückst du hier und der fährt dann hoch und runter, da kannst du das Stockwerk auswählen. Oder du kannst auch den Fahrstuhl rufen. Und ich glaube, das dürfte ganz cool aussehen. Wenn du dann, wenn man das da mal ignoriert. Ich wollte hier ein riesen Tor hinbauen, eine riesen Eingangstür. Und dann läufst du durch und kannst mit dem Fahrstuhl runterfahren und kommst dann in die eigentliche Base. Und... Was ich ganz cool fand ist, jetzt sieht das Grab hier noch relativ uninteressant aus. Aber ich war am Überlegen, hier einfach vor die Tür
eine Art Friedhof oder sowas zu bauen oder irgendwas mit Blood Magic, dass dann hier so, keine Ahnung, ein Villager-Spawner ist, wo dann Villager runterfahren und die werden automatisch geschreddert und geopfert. Für den Blutaltar. Und dann macht man hier noch so einen Blutsee hin und alles in schwarz.